Meine Mutter wollte nie, dass ich hierher komme. Sie meinte, es wäre gefährlich. Gefährlich für sie, keine Frage. Du hast aber du bist doch schon alt. Nein, obwohl ich ziemlich neugierig war. Bist doch nicht mehr jung. Diesmal sind wir zu zweit. Und du bist kein Kind. Bald kann ich mitsprechen. Wir finden es. Komm und hilf mir. Unverzüglich. Fick dich. Na komm, weg. Ratten. Ich hab doch weggeguckt, wie soll ich das denn machen? Ich werd bekloppt. Den Wagen schieben können wir nicht, aber wir müssen den Wagen schieben. Dass ich hierher komme. Sie meinte, es wäre gefährlich. Gefährlich für sie, keine Frage. Du hast nie etwas gefunden? Du hast nie etwas gefunden. Obwohl ich ziemlich neugierig war. Aber diesmal sind wir zu zweit. Und du bist kein Du bist nicht mehr kein Kind mehr. Wie krieg ich die los? Die verwichsten Ratten hier. Krieg die niemals. Ich bräuchte 4 von dem Puder hier noch. Krieg die niemals alle abgelenkt. Wird einfach nix. Ratten, Amicia! Wenn du sie mit dem Licht auf Abstand halten würdest, könnten wir loslegen. Dem Licht auf Abstand halten, da sagst du. Da sagst du was. Na, wenn ich mitschieben soll, wie soll das funktionieren? Odorus reicht nicht aus. Schieben wir! Ja, gewiss! Und durch hier. Komm, Lukas. Bin irgendwie verdammt. Das ist das Sudatorium. Hier kamen die Römer hin und haben geschwitzt. Dank des Dampfes, ja. Es war. Oh, sieh mal, diese Skulpturen. Was? Rennen in die Falle. Tiere. Fäulnis, Reinigung, Vereinigung und Sublimierung. Das Symbol im Becken steht ebenfalls für Fäulnis. Diese Symbole haben mich immer fasziniert. In den anderen beiden Becken sind noch mehr. 3 Symbole, 4 Skulpturen. Unter dieser hier brennt ein Feuer. Also können wir die anderen auch entfachen. Wir müssen doch irgendwie an sie rankommen. Wer ist hiermit? Okay, hiermit nicht. Die Kröte. Hässlich wie eh und je. Der Schwan. Imposant und anmutig. Lukas, noch ein Fresko. Eine schwangere Frau. Aber das ist nicht alles. Sieh mal, neben mir. Das ist ein Destillierapparat, oder? Ist sie eine Alchemistin? Genau. Die Alchemie wurde oft mit der Schwangerschaft verglichen. Und der Schmelztiegel oder Brennofen mit dem Mutterleib. Oder sie ist einfach nur eine schwangere Alchemistin. Nicht einfach nur. Dieser Tempel gehörte deiner Mutter. Und es ist kein Zufall, dass wir hier eine Frau sehen. Dieser Ort ist wichtig. Wahrscheinlich hast du recht. Da, neben dem Symbol. Die Platten haben nachgegeben. Ich denke, du kommst da durch. Ich gehe runter. Du bleibst hier. In Ordnung.
Das ist tot sicher eine Falle. Wir werden sterben. Oh, na toll. Hey, die sind da unten auf. Ein Nest. Die wuseln um mich herum. Und ich kann nichts sehen. Los, gehen wir. Ich versuche dich zu führen. Und wie willst du das anstellen? Mit dem Licht. Ich warte in der Nähe der Betten. Viel Glück. Das klappt ja schon mal nicht. Wie soll das funktionieren? Ich komme damit nicht weit. Scheiße, direkt vom Feuer zu sterben. Das ist das Sudatorium. Ach, du leck mich doch. Hier kamen die Römer her und haben geschwitzt. Dank des Dampfes, ja. Es war... Oh, sieh mal, diese Skulpturen. Was? Alchemistische Tiere. Fäulnis, Reinigung, Vereinigung und Sublimierung. Das Symbol im Becken steht ebenfalls für Fäulnis. Diese Symbole haben mich immer fasziniert. In den anderen beiden Becken sind noch mehr. Drei Symbole, vier Skulpturen. Unter dieser hier brennt ein Feuer. Also können wir die anderen auch entfachen. Oh, na toll. Hey, wie sieht's da unten aus? Ein Nest. Sie wuseln um mich herum. Und ich kann nichts sehen. Los, gehen wir. Ich versuche dich zu führen. Und wie willst du das anstellen? Mit dem Licht. Ich warte in der Nähe der Becken. Oh. Du bist in der Nähe eines Symbols. In Ordnung, ich gehe weiter. Siehst du irgendwas? Ja, das ist die Reinigung. Ein Symbol müssen wir noch zum Leuchten bringen. Okay. Hier rüber. Du näherst dich dem anderen Symbol. Geh weiter. So schnell ich kann. Das Symbol ist erschienen. Das ist die Sublimierung. Alle Becken sind erleuchtet. Du kannst zurückkommen. Ich muss hier raus. Du bist fast da. Danke, Lukas. Rede weiter mit mir. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich hätte nie gedacht, dass wir so weit kommen, dass ich hier landen würde. Laurentius hat mir die Welt mit Büchern vermittelt. Aber die Realität ist noch mal was anderes, oder? Das ist das Schlimmste. Nichts scheint wirklich real zu sein. Fäulnis, Reinigung und Sublimierung. Kröte, Schwane und Schlange. Also... Versteckt unser Freund der Löwe etwas. Vielleicht in seinem Maul. Hilf uns, Mutter. Trau dich. Du hast ihr Geheimnis gelüftet, Amicia. Du hast es dir verdient. Das ist seine Falle. Darum steckt's. Diese Zappenduster. Ach du Schande. Warum sind hier keine Ratten? Hier ist es stockfinster. Es scheint riesig zu sein. Spar dir die Munition. Ich kümmere mich darum. Na bitte. Und? Was siehst du? Ergänzungsmittel, Stabilisatoren, Reagenzien, Edelmaterialien, dem weitaus überlegen, was wir im Schlafzimmer gesehen haben. Das ist es, Amicia. Gut, gut. Amicia, diese Notizen, das ist die Handschrift deiner Mutter. Versuchte eine neue Transmutation, doch das Elixier ist unvollständig.
Die Fackel des Trägers verschwindet und lässt meinen Sohn in der Finsternis der Makula. Sie war auf der richtigen Spur, Amicia. Was wir suchen, muss hier irgendwo sein. Aber wo? Und wie sieht es aus? Noch ein Fresko. Ein Kind in den Armen seiner Mutter. Aber diese Zeichen auf seinem Oberkörper, Lukas. Die Prima Makula. Aber dieses Fresko ist mindestens 800 Jahre alt. Und doch ist es zuvor geschehen. Aber wie viele Male? Wer weiß. Sanguinis Itinera. Die Wege des Blutes. Die Makula bahnt sich einen Weg durch die Geschichte. Sie hat die Welt bereits verändert und wird es wieder tun. Hier, auf dieser Schachtel prangt ein Phönix. Das Symbol eines alchemistischen Meisterwerks. Amicia, das muss es sein. Öffne sie. Nun gut. Das Gegengift. Lukas, sieh mal. Fortgeschrittene Kristallisierung, blaugrüner Rand, klare Substanz. Twisted Math. Was? Lukas! Ambra-Geruch, unglaublich. Na, red schon. Was soll das sein? Das Elixier für Hugo. Sie machte Fortschritte. Hatte aber keine Zeit, es fertigzustellen. Du meinst, dasselbe Elixier, das du... Ja! Einfach unglaublich, wie weit sie ohne das Buch gekommen ist. Also können wir es vielleicht nutzen, Lukas? Mit dem Buch und meiner Vorarbeit? Ich denke, ich sollte es fertigstellen können. Du bist ja schon mittendrin, Magister. Warum hat sie nichts gesagt? Ich hätte es verstanden. Ich hätte... Au! Ich hätte dasselbe getan, Amicia. Sie war eine Alchemistin. Und weißt du, eine Mutter beschützt ihre Kinder, oder? Oh nein, nicht jetzt! Wie kommen wir jetzt hier raus? Denk nicht dran. Wir haben noch genug Licht hier. Ich halte sie zurück. Das glaube ich nicht. Warum jetzt? Lukas, wir müssen uns beeilen. Ich lese. Deine Mutter steht Ja. Sie fand die Fackel, wusste jedoch nicht, wie man sie entzündet. Das ergibt keinen Sinn. Das sind Symbole. Sie suchte nach dem fehlenden Element. Doch das Buch sagt, du musst das Gefäß leeren, damit der Spiritus es kann. Deine Mutter lag falsch. Wir müssen nichts dazugeben, sondern das Elixier filtern. Such etwas Einweichmittel, während ich die Mischung zubereite. Sie muss hier welches haben. Einweichmittel? Was ist das? Wo finde ich das? In der Pharmakopö. Der Alkoven mit dem Vorhang. Schon unterwegs. Immer mit der Ruhe. Laurentius pflegte zu sagen, beruhige deinen Herzschlag, denn deine Hände folgen deinem Herzen. Immer mit der Ruhe. Sagte sie. Sagte er. Das glaube ich nicht. Warum jetzt? Lukas, wir müssen uns beeilen. Ich lese. Deine Mutter stand am Sonntor. Sie fand die Fackel, wusste jedoch nicht, wie man sie entzündet. Das ergibt keinen Sinn. Das sind Symbole. Sie suchte nach dem fehlenden Element, was das Buch sagt. Du musst das Gefäß leeren, damit der Spiritus es... Aha, Sekunde. Deine Mutter lag falsch. Wir müssen nichts dazugeben, sondern das Elixier filtern. Such etwas Einweichmittel, während ich die Mischung zubereite. Sie muss hier welches haben. Einweichmittel? Was ist das? Wo finde ich das? In der Pharmakopö. Der Alkohol hat eine Sache erledigt. Schon unterwegs. Immer mit der Ruhe. Laurentius pflegte zu sagen, beruhige deinen Herzschlag, denn deine Hände folgen deinem Herzen. Also immer mit der Ruhe. Das sagst du so. Ein Stammbaum? Ja, anscheinend von meiner Familie. Er war verschwunden. Es zeigt wohl, wie die Makula an Hugo vererbt wurde. Und Mutter wollte es herausfinden. Hast du das Mazerat? Ich komme nicht hin. Da sind zu viele Ratten.
Wir kommen nicht durch. Hier vielleicht. Nee, hier nicht. Wir müssen das auf die andere Seite bringen. Der Vorhang, da ist es. Das sind zu viele. Das sind zu viele Gefäße, Lukas. Ich weiß nicht, welches das Richtige ist. Nimm das, das am meisten stinkt. Alle stinken. Ich weiß nicht, ob meine Nase das unterscheiden kann. Oh, oh Gott. Lukas, ich hab... Sehr gut, bring es her. Sie kommen zurück, sie gruppieren sich neu. Ach, Scheiße. Wecken wir mal den Phönix. Vorsichtig. Nicht zittern. Wir dürfen nichts verbeugen. Sie kommt zurück. Ah! Ah! Die Farbe hat sich leicht verändert. Gut. Aber nicht gut genug. Du meintest, dass wir etwas filtern müssen. Warum gibst du dann noch mehr dazu? Man muss zugeben, um filtern zu können. Das Feuerbecken, Amicia. Mach mir den Weg zu den Destillierapparaten frei. Na schön, auch zu den Destillierapparaten. Die sind wo? Oh, der Schatz. Oh nein. Ich kann nicht. Auf keinen Fall. Kann ich beides tun. Mit Destillierapparaten. Pass auf! Er sieht euch! Bist du bei den Destillierapparaten oder? Eben das! Sie wissen, was vor sich geht, aber sie werden den Lauf der Geschichte nicht verändern! Zurück an die Arbeit! Oh, Lukas, mach bitte keine Dummheit, ja? Ich weiß, was ich tue. Zumindest denke ich das. Außerdem gibt es kein Zurück mehr. Sei einfach vorsichtig. So, das tut man das hier an. Wo? Ach, da. Wir die Kupferschüssel. Lassen die Flüssigkeit im Inneren zirkulieren? Na los! Das ist jetzt blöd. Die Wahrheit wird aus dem Munde fließen. Komm schon, gib mir deinen reinsten Alkohol. Ich hab keinen Ignifer mehr. Die Fackel des Trägers. Amicia, bring mich zurück. Sofort. Wir sind am Arsch. Komm mit. Ach komm. Jetzt hier. Hier. Bin ich nicht, ja. Deine Hände, Lukas. Bin am Arsch. Erwecke es zum Leben. Lukas, ich hab nichts mehr. Lukas! Was? Was geschieht hier? Ich habe es gute geschafft. Frage. Und es scheint, als wüssten sie... Wir dürfen keine Zeit verlieren. Dann bitte, nach dir. Wir sind jetzt der Rattengott. Ja. Die wissen, dass wir das Gegenmittel haben. Sehr schön.
Lukas, du hast es geschafft. Wir haben es geschafft. Laurentius wäre stolz auf dich. Ich bin stolz auf dich. Jetzt bringt's nur noch Heide zurück. Danke. Zumindest wissen wir jetzt, wenn das Elixier mit den Ratten zu tun hat, sind sie auch mit dem Träger verbunden. Ja, aber jetzt, Lukas, müssen wir erst einmal Hugo retten. Sie sind da! Unser Alchemist in Spee hat ein Wunder vollbracht. Wir haben das Elixier. Ich wusste, dass du es in dir hast. Danke. Kommt, gehen wir jetzt zu Hugo. Hugo, ich glaube, sie kommt. Gar nicht. Hey, sieh mal, wir haben es, das Elixier. Lukas, sei Dank. Hier, Hugo. Es könnte etwas bitter sein. Spielt keine Rolle. Runter damit. Sehr gut. Bin ich jetzt geheilt? Also... Auf jeden Fall fühlst du dich bald besser. Amicia... Werden wir Mama nie wiedersehen? Oh, Hugo, du weißt doch, sie... Es gibt nur eine Mama-Rettungsfrist. Nein. Und sie muss nicht leiden, wo sie ist? Nein, nein, natürlich nicht. Legen wir uns schlafen. Und morgen, wenn du aufwachst, wirst du dich viel besser fühlen, ganz sicher. Kapitel 13. Buße. Amicia! Amicia! Roderick war mit der Schleuder tatsächlich besser als Arthur. Das ist nicht wahr. Er hat die Linie übertreten. Du bist einfach schlecht. Ach, streitet ihr schon wieder? Ach, wenn du dich nicht an die Regeln hältst. Du willst mir was von Regeln erzählen? Sag ich ihm auch immer. Hugo gesehen? Hugo! Hey, wo steckst du, Kleiner? Hugo! Hugo! Oh nein. Er ist weg. Was? Warum? Wie? Und wohin? Nicht gut. Oh, mein Kopf. Oh, sachte, ganz langsam. Okay. Ganz vorsichtig. Nicht anhalten. Weiter. Okay, nicht anhalten. Hugo! Okay, wir suchen Hugo. Okay. Kann er nur hin sein? Denk nach, Amicia. Denk nach.
Ach, der stimmt, der war morgen nicht mehr mit Star. Einmal war der nicht mehr da. Ist das ein Dorf? Hier? Hey, wartet! Hat jemand ein Kind vorbeikommen sehen? Bitte! Oh, Amicia. Fühlst du dich besser? Wie geht es dem Kleinen? Was, wie, wo? Clairvy? Seid ihr das? Habt ihr Hugo gesehen? Hast du ihn wieder angeschrien? Nein, überhaupt nicht. Die Zeiten sind hart, da muss man sich nicht auch noch streiten. Aber wir haben uns nicht mehr gestritten. Amicia, ein Kind läuft nicht ohne Grund davon. Öffnet die Tür, ich werde ihn finden. Na schön, aber sei vorsichtig. Vielleicht wurde er entführt. Das war ja mein Verdacht. Ein bösartiger Wind kündigt sich an, Amicia. Vielen Dank, Madame. Was ist das? Was geht hier vor?